Was soll ich tun? Was ist los? Ich komme aus Tamil, wollte hier... Ach so, weil ich eben neu geladen hatte und hier noch nicht drin war. Nun will ich zurück nach Tamil und finde den Schlüssel für den Tempel nicht. Ich kann nicht zurück nach Tamil, mein Bruder wird stinksauer sein. Ich habe den Schlüssel gefunden. Großartig, jetzt kann ich wieder nach Tamil. Wenn ihr nach Tamil kommt, müsst ihr mich besuchen. Wir führen dort ein Hotel. Ich bin Leana, bei uns könnt ihr kostenlos übernachten. Ich muss jetzt los. Ups, ich habe vergessen, euch die Tür aufzuschließen. Anstatt sie den Schlüssel einfach nur nimmt. Auf geht's. Vielen Dank und bis bald. Den Schlüssel werde ich bestimmt nicht mehr anfassen. Seid ihr weit in die Höhle vorgedrungen? Wir haben es immer nur bis zum Eingang geschafft. John hat mir alles gebeichtet. Ich habe ihn noch einmal verziehen. Das sind Kinder. So, da oben ist Tanbel. Ui, starke Gegner. Scheiße, das wollte ich nicht. Naja, so hat sie wenigstens viel Schaden gemacht. Ach ja, die Kobolde, die immer flüchten müssen. Ich hatte doch eben die Tastenkombination rausgekriegt, mit der man auf einmal alle auswählen kann, ohne das manuell zu machen. Das probiere ich jetzt aus. Wir gehen ja eh gleich eine Nacht schlafen. Ah, C. Ja, die Adler kennen wir ja schon, aber ist ein leicht geänderter Typ. Oh, ich habe einen Adlerstein bekommen. Als Random Drop. Adlerstein macht... Chaoskralle. Trifft den Gegner mit doppelter Kraft. Wirkt besonders gegen Fliegende. So, hier rechts in dem Turm geht es erstmal noch nicht lang. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Und tschüss. Willkommen in Tamil, wer seid ihr? Das hätten sie aber vorher machen können schon mal. Das ist Tia, mein Name ist Shoni. Hallo. Ich danke dir für das, was du im Tempel getan hast. Du bist es, Bruder. Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Leana, wer sind diese Leute? Sie fanden den Schlüssel, als ich die Probleme im kleinen Tempel hatte. Das sind Shoni und Tia. Nett, euch kennenzulernen. Das ist mein Bruder Gui. Vielen Dank, dass ihr meiner Schwester Leana geholfen habt. Shoni, bleibt doch noch ein wenig. Ich habe etwas ganz Besonderes gekocht. Gute Idee. Sie kann zwar nicht allzu viel, aber das Kochen hat sie drauf. Und was genau meinst du damit? Nun, was kannst du denn noch? Mir fällt gerade nichts ein. Wie bitte? Ich kümmere mich um das Hotel, koche, putze und mache die Wäsche. Und du? Ich wasche meine Unterhose. Na toll, das ist aber auch schon alles, was du kannst. Mehr nicht. Ha, ha, ha. Männer drücken sich vor der Arbeit, wollen aber nicht die ganze Welt regieren. Wollen aber die ganze Welt regieren, nicht wahr? Ich sehe das ähnlich. Bitte? Nichts für ungut. Ha, ha, ha. Bleib doch heute bei uns. Leana macht doch bitte alles zurecht. Sofort. Ein wenig trainieren. Schau doch später vorbei. Klar, bis dann. Das scheinen sehr nette Leute zu sein. Auf alle Fälle. So. Ich gehe aber erstmal in die Shops. Denn ich weiß ja, was gleich passiert. So, erstmal beim Magierladen vorbei. Sturm ist neu. Oh, ich habe 22.000 fast. Schock. Jetzt haben wir auch einen Elektrozauber. Confusio. Das macht, glaube ich, schlafen oder verwirrt sein beim Gegner. Keines der Zauber, die ich unbedingt benutzen würde. Items ist, glaube ich, nur ein Grund... Ah, hier gibt es sogar Warp schon. Das kann ich mir ja mal... Oh, und Flucht auch. Wumme ist eine Attacke gegen Monster. Hier oben links ist der Trainingsplatz. Da gehe ich erstmal noch nicht hin eigentlich. Da ist der Shop. Okay. Kukri, nochmal um 10 besser. Da ich nicht weiß, ob es besser ist, mache ich erstmal nur nach unten. Das kann er sich ja dann selbst aussuchen. Mütze will er.
Na dann, Formi. Mütze. Ich kann eigentlich mal ein bisschen Geld ausgeben. Obwohl, nee, das mache ich jetzt noch nicht, das mache ich gleich erst. So, dann ab zu Gui. Hey Shoni, machen wir ein kleines Match? Ja, also los geht's. Der Bessere soll gewinnen. Das kann eigentlich nur ich sein. Du scheinst wirklich ein starkes Selbstbewusstsein zu haben. Zeig, was du kannst. Gui! Was ist denn? Gerade geht der Spaß erst richtig los. Gui, Monster, die Stadt ist voller Dämonen. Wie bitte? Was zum Teufel? Ja. Bist du der stärkste Mann in der Gegend? Wer bist du denn? Das geht dich ja mal überhaupt nichts an. Doch du wirst mich noch kennenlernen. Gui, lass uns das Spiel verschieben. Zunächst sollten wir den Kerlen jetzt zeigen, was Sache ist. Hübsche Idee, wir vermöbeln das Pack. Die können noch nichts. Oh, das war's etwa schon. Ist das alles? Recht einfach. Huch, Männer, haut sie weg. Du bist der Nächste. Donnerkettel, ich komme wieder. Kleine Unterbrechung. Also bist du bereit? Gui, Leana wurde von irgendeinem Verrückten entführt. Was, Leana? Dieser Schuft. Er verschwand zum Turm im Südosten. Danke, ich begleite dich, Gui. Im Turm wimmelt es von Monstern. Eigentlich viel zu gefährlich. Aber nicht für dich. Auf geht's. Yeah! Damit haben wir unseren nächsten Gefolgsmann. Keine Musik. Jetzt. Der kriegt auch einen Kukri. So, jetzt könnte ich ja Sachen kaufen. Am liebsten Schwerter. Ich guck mal, obwohl das Kurzschwert habe ich sogar zweimal im Besitz. Da kann ich ja vorher gucken, bevor ich es ausprobiere. So, magst du Kurzschwerter? Ja, um eins. Minischild habe ich wiederum. Noch einen. Jetzt will er sogar ein Kurzschwert. Und ja, rein optisch verändert sich unser AV nicht wirklich, aber die anderen Kapselmonster später, da sind einige dabei, die sich auch richtig verwandeln. So, dann ab zum Südturm. Wir sind bestens gewappnet. Ich kann dir nochmal... Ach ja, speichern. So, ich kann ja nochmal kurz auf Formi gehen. 140 Angriff hat er schon, also fast so viel wie unsere beiden Typen. Na, 25% stärker. Bisher hat er auch nur immer noch seinen Formi-Schlag, aber jetzt auf Stufe 2 müsste auch, glaube ich, wieder eine neue Attacke bald lernen. Vor allem normalerweise ist man hier Level 11, 12, 13. Deswegen ist Gui nämlich 12. Aber selbst hier ist schon Level 17 durch unseren Modi.
Ach, da war doch gerade was. Kopfnuss hat er gelernt. Kopfnuss macht, glaube ich, auch so zweifachen oder dreifachen Schaden. Ach, einfach drauf da. Kopfnuss. Nee, das ist mehr als fünffacher Schaden wahrscheinlich. So, welcher Turm war Tanvil? Ach ja, genau. Die rechts, die Viecher sind recht mies. Die können nämlich mitunter auch mehrmals angreifen. Ach ja. Wäre ich von oben rangegangen, dann wäre eine Barriere gekommen und ich wäre nicht durchgekommen. So, der Turm hat ganz, ganz viele Etagen, da müssen wir uns jetzt nach und nach hochkämpfen. So, wäre ich jetzt auf die rechte Falle gegangen. Schalter, dann wäre zwar unten der Weg auf, aber der Weg nach oben nicht. Hier geht's, glaube ich, raus. Ach, hier war das mit der Barriere. Ein Überraschungsangriff. Eigentlich kann ich ja mal Gruppe. So, Tia nach hinten packen. Und Gui nach vorne, macht er nämlich mehr Schaden. So, hoch, Schalter. Ja. Brücke runter. Ich werde angeschrieben in Skype. So, hier das gleiche Spiel wie unten. Hoch. Jetzt sind nämlich die Abdrücke gekommen. So, wie war das hier? Da geht's, glaube ich, weiter und hier geht's wieder raus. Ach ja, genau. Hier die Information für das Spiel links, glaube ich. Der Held auf der Reise, er schaute auf den Boden, fand dort die Noten und spielte seine Weise. Das war das Geräusch von dem Pfeil. Und das von der Bombe. Oh, das war sogar schon der Schlüssel. Stimmt, der erste Turm war ja nicht so groß. Die anderen später, da läuft man zum Teil ewig rum. Und hin und her wegen allen Scheitern. Dass die mal weglaufen, ist witzig. Ach, einfach drauf. Das waren jetzt zwei verschiedene Krabben. Ich glaube, die eine ist gegen physisch mehr oder weniger resistent und die andere gegen Mana, magisch. Ups, das war jetzt nicht gespeichert.
So, jetzt hier noch den Schalter hoch. Ach ja, genau. So, was steht hier hinten? Schlimmer wird's immer, drum laufe schnell ins Hinterzimmer. Na toll, das hat mir jetzt also nicht viel gebracht. 6.15 Uhr ist es jetzt. Die Tür sich öffnet, wenn die Zeit auf 0 hetzt. 6.15 Uhr, das heißt, der Kleine ist der Stundenzähler. Und die Säule der Minutenzähler. Auf 9 Uhr soll es stehen. Okay, das heißt 9 Uhr. Ups. So, aber ich weiß noch was. 0 Uhr sollte man, glaube ich, auch machen. Haha. Jude Helm. Das war, glaube ich, der Helm, den ich vorhin meinte, der erst 2 Runden später kommt. Oder besser ist. So. Turmboss Level. Ich könnte mir jetzt hier den Spaß machen und noch alle töten. Das macht aber keinen Unterschied. Gui! Liana! Ihr seid sehr weit vorgedrungen. Du, warum hast du Liana mitgenommen? Sie hat dir doch nichts getan. Ich sollte die Fähigkeiten der Menschen auf die Probe stellen und hatte die tolle Idee, deine Schwester zu entführen, um dich aus der Reserve zu locken. Das wird dich teuer zu stehen kommen. Dann wollen wir sehen, was ihr Menschlein so drauf habt. Wie heißt der? Kamo. Chaoskralle. Oh, süß. Er und seine kleinen Handlanger. Kriegt jetzt einfach Sekundärschaden ab. Oh, schön, Kopfnuss. Ach stimmt, die meisten richtigen Bosse haben dann auch so eine Fähigkeit, die dann alle treffen und ziemlich stark Schaden machen. Na, hält der rechts noch was aus? Auf jeden Fall kann ich gleich meine Fähigkeiten benutzen, weil ich jetzt Zornpunkte sammle. Sie aber auch. Immer noch nicht. Er kann Donnerschlag machen, schön. Ich gehe mal auf Nummer sicher, wobei ich glaube, dass der eh gleich stirbt. Schöner Schaden. So, was war Kukri? 1,5 wirksam gegen Gegner, die Angst vor Gewitter haben. Gui hat 200 Schaden gemacht. Mal gucken, wie viel er macht. Aber ich glaube sowieso, dass die gegen Elektrorate empfindlich sind. Ja, definitiv, wenn sie mit einem Schock schon so viel Schaden macht. Oh nein, Afo ist geflüchtet. Ach stimmt, Gui ist ein bisschen langsam. So, jetzt aber. Geschafft. 12.000 Erfahrung, 21.000 Goldmünzen.